Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start am Boom Beach High Level Mittwoch. Leider noch ein bisschen erkältet, aber es wird langsam ein bisschen besser. Heute haben wir die Challenge Schützen plus Medics. Und ganz ehrlich, das ist sogar eine halbwegs vernünftige Angriffsstrategie, die man auch sinnvoll nutzen kann. Vor allem so im Mid-Game kann man die sehr gut benutzen, auch wenn ich es nie gemacht habe, weil Schützen war nie so mein Favorit, die werden auch sehr selten benutzt. Aber das ist eigentlich eine ziemlich vernünftige Strategie. Unter dem letzten Video wurde die mir mehrfach vorgeschlagen und ihr seid so gemein zu mir. Einer hat so geschrieben: Ich würde mal gern sehen, Medics mit Schützen. Ich sehe schon viele Fails und ich so, oh mein Gott. Und dann darunter noch so andere in den Kommentaren. Ja, würde ich auch gern sehen. Wird bestimmt lustig. Was für Fails? Was erwartet ihr von mir? Ich faile doch nicht. Habe ich schon mal jemals gefailt? Mal sehen. Ich versuche heute nicht zu failen, aber ich denke, wir kriegen das gut hin. Nein, jetzt ganz ehrlich, das ist eigentlich eine ziemlich vernünftige Strategie. Wir suchen uns jetzt irgendeinen raus und töten den. Der ist hart. Fuck. Oh Gott. Problem ist einfach dieser. Okay, wir wollen nicht failen, ja? Ich nehme alles zurück. Nein. Worauf müsst ihr bei dieser Strategie achten? Das gleiche, worauf ihr einfach bei Only Schützen darauf achten müsst. Ihr müsst auf Schockwerfer, natürlich dann auch Schockblaster und Raketenwerfer achten und dann am HQ Mörser, Maschinengewehre, Flammenwerfer, die Kombination. Am gefährlichsten sind wirklich die Schockwerfer, die eure Truppen an einer Stelle einfach, naja, schocken bzw. einfrieren lassen. So sage ich das jetzt einfach mal. Problem ist, Schützen sind nur in der Masse stark. Einzeln eher weniger und da wir die Hälfte an Medics haben, haben wir geringere Feuerkraft. Vorteil ist, wir werden geheilt. Okay, suchen wir uns irgendeinen Gegner aus. Suchen wir uns einen aus, den wir noch nicht erkundet haben. So, den hier zum Beispiel. Ist der. Ach so, und übrigens, Laserstrahler sind auch nicht so ganz schön. Und Minen sind auch gefährlich. Deswegen ist diese Kombination im High-Level-Bereich nicht so ganz empfehlenswert, weil sehr, sehr viel gefährlich werden kann. Vor allem, wenn man zwei Schockwerfer. Oh mein Gott, komm schon, irgendeiner. Irgendeiner wird doch wohl da sein. Wir wollen es natürlich auch nicht zu einfach haben. Wieso gucke ich die nicht einfach an? Ich habe die ja noch nie gesehen. Beziehungsweise doch, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Okay. Nein, nein, ich wollte es machen, weil ich gedacht habe, ist okay, aber leider standen diese Raketenwerfer auch in diesem Schadensverstärker und dann, naja, ich glaube, das wäre nicht so gut ausgegangen. Wie sah jeder Schockblaster aus, sah ich? Sollen wir es versuchen? Na, wir gucken uns noch kurz um. Oh mein Gott, ich bin so ein Schisser, wenn es um so Strategien geht. Okay, nehmen wir den. Der hat zwar plus 92k, ja, plus, okay. Wir reißen uns, aber drei blaue, vier blaue, fünf blau, oh fuck. Ernsthaft? Versuchen wir. Das Problem ist, jedes Gebäude hat dann mehr Hitpoints. Und das ist schwieriger, die für die Schützen zu töten. Gut, wir versuchen's, ja? Wir versuchen's. Ihr wollt Fails sehen? Ich gebe euch die Möglichkeit, dass ich faile. Wir greifen Jackie an. Oh, ich habe eine Sekunde gehofft, die wäre online. Erzählt es keinem. So, zielen auch. Oh, wir sind nicht geboostet. Wir versuchen den Schockwerfer und den Schockblaster zu töten. Schockwerfer sehe ich kein Problem. Schockblaster dann eher mehr. So, zack. Oh Gott, okay. Zack. Zack. Düff, düff. Oh Gott, das darf nicht wahr sein. Das kostet so viel. Versuchen wir das Haus noch zu töten. Wenn wir das jetzt schaffen, plus das Haus, wäre das nice. Oh mein Gott, das darf nicht wahr. Ah, sollen wir. Soll ich Mini-Roboter oder
Mini-Roboter kriegen das hin, oder? Kriegt ihr das hin? Ja, nice. Okay, dann würde ich sagen, los geht's mit einem Schock direkt hier vorne, bevor der Raketenwerfer schießen kann. Und der andere Raketenwerfer schießt ja direkt auf uns. Was aber nicht so schlimm ist, weil... Oh mein Gott, wir müssen das nochmal schocken. Weil wir Medics haben, weil wir sehr, sehr, sehr viele Medics haben, die uns die ganze Zeit auch gut heilen. Problem ist einfach... Naja, oh mein Gott, diese Mine hat direkt viele von uns getötet. Okay, wir müssen erstmal ein bisschen Energie sammeln. Oh Gott, wir haben kaum Schützen. Und wir haben sowieso kaum Feuerkraft. Wir haben sowieso kaum Energie. Ich glaube, jetzt sollte es erstmal reichen. Wir warten mit dem Schocken. Wir gehen jetzt so nach hier, würde ich sagen. Und dann schocken wir jetzt einfach mal hier. So, wir haben noch nicht verloren. Wir haben noch nicht verloren. Ich weiß, dass hier vorne ein hässliches Gebiet ist. Und ich bin unglaublich froh, dass er einfach diesen Schockwerfer aufwertet. Und jetzt kommen die ersten großen Probleme. Wir machen mal das hier und wir machen das hier. So, das könnt ihr schaffen. Wir haben 0 Energie. Okay, 4. Aber es bringt so gut wie gar nichts. Wir setzen noch ein Medkit da drauf. Wir machen so doppelt Heal. Die Medics machen das gut. Ihr glaubt, wir failen? Ich glaub's auch. Fuck. Oh mein Gott, nein. Nein, Medics. Los. Heilt nicht die Medics, heilt unsere Schützen. Ah, wisst ihr, woran wir failen werden? An dieser blöden Boomkanone. Können wir da außer Reichweite gehen? Kriegen wir das hin? Wenn wir uns jetzt hier hinstellen. Nein. 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 Diese Boomkanone hat größere Reichweite. Nein. Leute. Leute, wie viele Schützen haben wir übrig? 4. 4. Kriegen wir das hin? Die Boomkanone pickt immer einen mehr weg. Also gerade von den Medics, aber das ist nur schlecht. Oh nein. 2 Schützen. 2 Schützen. Ja. Haben wir die Chance? Ein Schütze. Und die Zeit läuft. Okay, ja. Fail. Nur weil ihr mich so provoziert habt zu failen. Wir schaffen das jetzt. Wir holen uns jetzt noch einen. Ich zeige euch jetzt mal, wie es vernünftig geht, wenn die Base nicht zu stark ist. Denkt dran, wir sind ungeboostet. Das ist hart für Challenge. Oh, oh. Wofür habe ich die Diamanten sonst gespart? Okay, suchen wir uns eine neue. So. Der ist deutlich angenehm. Problem war einfach, dass der so viel blaue Statuen hatte. Das war einfach deutlich zu übertrieben. So, zack und zack. Problem ist hierbei, der hat jetzt 3 Schockwerfer. Die gehen aber deutlich schneller kaputt. Das ist der Vorteil. So, zack. Hier können wir noch das zerstören. Und den haben wir jetzt auch, oder? Ja. Okay, nachdem wir dieses Gebäude hier zerstört haben, hat meine Aufnahme gestoppt. Dieses dumme Teil, ich weiß nicht, was heute los ist. Es war die letzten Wochen komplett ohne Problem und heute ist das jetzt schon das zweite Mal. Wir sehen jetzt natürlich nicht, ob ich es geschafft habe oder nicht. Es ist blöd, ich mag es immer, wenn ich so live dazu kommentiere, dann seht ihr auch meine Reaktion. Aber wir gucken jetzt mal, wie ich mich angestellt habe. Wir haben, wie gesagt, diese 3 Schockdinger ausgeschaltet. Dann habe ich mich dazu entschlossen, hier vorne nicht zu schocken, weil das ja Single-Target-Buildings sind. Dann habe ich gesehen, dass meine Medics eigentlich ziemlich gut heilen und habe mit dem Schocken ein bisschen gewartet und jetzt, komm schon, jetzt geschockt. Und dann habe ich gesehen, oh Gott, rechts sind sehr, sehr, sehr viele Minen. Das heißt, Mini-Roboter dahingesetzt, damit ein paar Minen zerstört wurden. Ich glaube, es waren 1, 2, 3, 4, 4 oder 5 Minen haben die ausgeschaltet, was sogar ziemlich gut war.
Hammer noch als Ablenkung gedient. Dann habe ich gesehen, dass links noch ein Raketenwerfer war und dass die Schützen sich so in zwei Gruppen aufsplitten, was ich gar nicht so schlecht fand. Dann habe ich gedacht, links können die ein bisschen für Ablenkung sorgen, ein bisschen Energie sammeln und die können ruhig sterben. Und der Rest hier auf der rechten Seite wird meine Hauptangriffstruppen bzw. Hauptangriffsgruppe, ja. Als ich diesen Schock hier in die Mitte von einem Nichts gesetzt habe, habe ich auf dem Bildschirm gesehen und geguckt und habe gemerkt, meine Aufnahme hat gestoppt. Und dann, naja, ihr seht's, es war ein easy kill. Wir haben hier jetzt schöne Schocks, die treffen alle Gebäude. Hier habe ich noch einen Mini-Roboter hingesetzt und dann hier noch ein Medkit drauf. Und zack. Normalerweise ist die Angriffsstrategie sogar ganz vernünftig, wie ihr hier gesehen habt. Und man kann auch ein gut ausgebautes Dorf besiegen, sofern die nicht zwei Schockblaster oder naja, zu viele blaue Statuen haben, kann man damit noch gut angreifen. Also wir haben es geschafft, Challenge geschafft. Ich habe euch trotzdem diesen Fail am Anfang geschenkt. Ich hoffe, ihr hattet irgendwas zu lachen. Ich habe wirklich gedacht, vielleicht kriegen wir es noch hin, aber naja, das waren einfach zu viele blaue. Vor allem, wenn man so die Hälfte von Schützen nur hat, hat man zwar eine riesige Armee an Medics, die uns heilen können, aber wir haben einfach sehr, sehr, sehr wenig DPS, was einfach schlecht ist und was bei blauen Statuen noch schlechter ist. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen, trotz dieses kleinen Fails, aber ich glaube, das ist nicht zu schlimm. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Boomitch-Video wieder, montags, mittwochs oder samstags. Samstags? Sonntags, oder? Nein, Samstag. Oh mein Gott, mein Kopf ist so durcheinander. Montags, mittwochs oder samstags. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.